Hallo und herzlich willkommen, liebe Widder, zu einer neuen Horoskoplegung für dich für die kommende Woche, und zwar von 7.6. bis 13.6. Wir gucken uns mal an, mit welchen Energien du in der Liebe zu tun hast, was dich hier beschäftigen wird, was hier vielleicht eventuell auch auf dich zukommt als Herausforderung, je nachdem, was hier so für dich drin ist. Sorry. Gut, ich habe zwei neue Kartendecks, und zwar einmal das Home of Love von Anna Meyer und das Manara Erotik Tarot. Beides ist unten verlinkt in der Infobox. Gerne auch für alle, die neu sind, abonniert den Kanal. Das sorgt hier einfach dafür, dass wir mehr Wachstum haben. Also, dass ich mehr Wachstum habe, mehr Leute erreiche. Ich freue mich auch über jeden neuen Abonnenten. Also das ist mir echt ja, schön zu sehen, dass ihr das so schön annehmt und dass ich euch so gut weiterhelfen kann. Genau, an dieser Stelle auch danke für alle, die ja so toll abonnieren, die so toll kommentieren, die mir so viel Mut machen und so viel Liebe zurückgeben. Ja, also einfach danke. Und ihr wisst, ich rede immer nicht viel, aber manchmal, ich finde, es muss einfach gesagt werden. Ja, das ist nicht selbstverständlich, und danke ist in dieser Welt auch einfach viel zu selten, dass man das hört. Ja, weil wir alle Masken tragen. Ne? Das ist das mit dem Danke. Gut. Gut. Sonst noch was? Ach ja, gerne guckt auch eure Aszendentzeichen noch an. Ja. Gerade ab einem Alter von 30, 35 ist der Aszendent einfach aktiver in unserem Leben zuständig. Und dann kriegt ihr hier einfach eine schöne Wochenenergie, ja, wenn ihr euer Sonnenzeichen und euer Aszendentzeichen mit anschaut. Gut, wir gucken jetzt mal, lieber Widder, was hier in der Liebe auf dich zukommt nächste Woche. Mit was hat der liebe Widder die nächste Woche zu tun? In Bezug auf die Liebe. Was ist hier bei dem Widder? Bei meinem lieben Widder. Was ist hier los? Was kommt hier auf euch zu? Okay, was kommt hier auf euch zu? In der Liebe. Liebespartner, dein perfekter Partner ist dir schon begegnet. Also da gibt es wohl jemanden, von dem du träumst, lieber Widder, der dir nicht aus den Gedanken gehen möchte, der dir, der sich da irgendwie eingeschleicht hat, ja, an den du morgens denkst und abends, wenn du schlafen gehst. Und auf dem Unterdeck haben wir Sicherheit. Wenn du dir 100% sicher bist, dann vertraust du und bist geduldig. Also für alle die, für die. Oh, ich kriege gerade Gänsehaut. Aber ich mache das so, dann ist es nicht so hoch. Für alle die, die hier zweifeln, ob es das Richtige ist, ja. Es sei dir gesagt, in dem Moment, wo du sicher bist, kannst du hier auch viel leichter das loslassen, es der geistigen Welt überlassen, dass sie es organisieren, wenn es hier der richtige Mensch für dich ist, ja? Aber es ist gerade für einen Widder wie dich nicht so einfach, das Zepter aus der Hand zu geben, ja? Auch wenn du jetzt sagst, so, ah, aber das mache ich doch. Ne, gucke, sieben der Schwerter zeigt dir auch mal so ein bisschen den Selbstbetrug an, dass man vor Dingen auch davonläuft. Ja. Gut. Liebe geistige Welt, für die lieben Widder, für die kommende Woche, von 7. Juni bis 13. Juni. Was kommt hier auf euch zu? Mit was habt ihr es zu tun in Bezug auf den, also mit in Bezug, oh Gott,
rückläufiger Merkur, sagt der Neue. Für alle, die nicht wissen, was das bedeutet. Wenn der Merkur rückläufig ist, dann funktioniert Technik nicht, unsere Sprache funktioniert nicht, also Kommunikation ist irgendwie gestört, ja. Also, was kommt hier nächste Woche auf dich zu? Ja, du weißt, wer du bist. Du bist die Herrscherin. Du bist hier in der Yin-Energie, also in der weiblichen Energie. Du wartest hier quasi ab. Du hast dich in den Schönheitsschlaf begeben vielleicht, ja. Bist hier einfach ein Stück zurückgetreten aus dieser, ich sag mal, männlichen Energie. Der Widder hat hier einfach eine männliche Energie, ja, weil er ist sehr voranschreitend, sehr also viel Aktionismus, viel, das greife ich jetzt an, ja. Und du befindest dich im Moment aber in einer, oder nächste Woche wirst du dich in einer Phase befinden, wo du einfach die Ruhe gönnst, ja. Vielleicht nimmst du dir, also wir haben die Sommermonate, vielleicht gehst du hier auch in Urlaub und nimmst dir eine kleine Auszeit oder kümmerst dich um dich, dass du hier einfach, weiß ich nicht, zur Kosmetikerin gehst oder ins Spa oder schwimmen oder dich in die Sonne legst. Also was auch immer hier für dich Wellness und Ausruhen bedeutet, ja, das wirst du hier nächste Woche einfach so ein bisschen für dich erkennen. Ja. Und das wiederum hilft dir natürlich auch, diesen Aktionismus loszulassen und dadurch mehr Sicherheit zu bekommen und eher an deinen Liebespartner ranzukommen. Ja? Also es ist ja immer wie so ein Zahnrad. Alles läuft immer ineinander. Und auch wenn sich nichts tut, tut sich manchmal viel. Ja, ja. Also auch wenn du hier Urlaub betreibst, Schönheitsschlaf betreibst, ja, dich eine Woche zurücknimmst, trotzdem passiert hier was in deiner Feuerenergie. Ja? Also nur weil wir das nicht sehen, heißt das nicht, dass es nicht da ist. Ja? Manchmal braucht das Universum ein bisschen Zeit, um hinter unserem Rücken quasi Dinge zu organisieren, dass es danach losgehen kann. Ja? Und das sagt der Nahe, dass es hier neu losgehen kann, dass wir den neuen Tag erleben, dass wir hier mit Leichtigkeit vorankommen, wo wir vorher irgendwie uns sehr schwer getan haben, ja, kommst du, ich sag mal, obwohl du in einer sehr entspannten Energie bist, tut sich im Hintergrund, tut sich viel und dadurch kommst du dann insgesamt trotzdem gut voran, ja, mit einer ungewohnten Leichtigkeit für dich. Ja. Okay, was ist hier noch? In Bezug auf die Liebe, wichtig. Für nächste Woche. Was kommt hier noch auf uns zu? Für die Lieben wieder. Okay, du wolltest raus. Ja. Auch der Eremit zeigt hier nochmal. Ich bin auch super gerade hier. Auch der Eremit zeigt hier nochmal dieses in sich kehren, ja, nach innen schauen. Was tut mir gut, was tut mir nicht gut? Was sind meine Wünsche, was sind meine Ziele? Wo will ich hin? Welchen Weg soll ich gehen? Was ratet mir hier meine Intuition? Und das kannst du aber nur erfahren, ja, wenn du hier im Stillstand, also im Stillstand, ich hasse dieses Wort, aber wenn du dir hier eine Auszeit nimmst, ja, eine Ruhezeit, dass du hier auch wirklich erkennen kannst, was will ich, wo will ich hin, welchen Menschen will ich, ist dieser Mensch, den ich hier im Kopf habe, ist das überhaupt das, was ich will, oder ist das nur eine Illusion, ja? Okay. Wir gucken mal noch mit den kleinen Lennemaus. Ja, mach dir keine Gedanken über diese Ruhephase. Du brauchst sie, um hier wieder zu dir zu kommen, ja, um zu deine Kräfte wieder zu aktivieren, um hier innere Stabilität zu bekommen. Ja. Okay, Ritter der Stäbe, ja, hier. In dem Moment, wo du hier, ich sag mal, Schönheitsschlaf betreibst, ja, dich ausruhst, mal nichts tust, entspannst, ich weiß, das ist für den Widder nicht so einfach,
Kann hier dein Herzensmensch, ja, von dem du hier träumst, der kann kommen, ja, weil du ihm auch einfach die Möglichkeit gibst zu kommen, ja. Für den Namen. Ja, zweifle nicht daran, ja, dass hier ein Neuanfang für euch kommt. Zweifle nicht. Ja, und deinen Frieden findest du in dir. Ja. In dem Moment, wo du hier nach innen gehst und Dinge also innerlich beendest, ja, indem du Dinge in dir auch veränderst, also transformierst, weil du erkannt hast, okay, weiß ich nicht, ich wollte schon immer durch die Welt jetten, ja? Dann brauchst du keinen Menschen, der zu Hause sitzt und nicht weiß, weiß ich nicht, wo die Schweiz ist, ja, weil das für ihn irgendwie weit weg ist. Und das kannst du hier erkennen in dieser Ruhephase, ob dieser Mensch auch wirklich der Richtige ist. Und dann wird er sich hier auch zeigen, ja. Ja, dann kommt er. Hab hier noch ein bisschen Geduld. Aber dann kommt er. Aber es beginnt mit dir, ja. Mit dieser Ruhephase, mit dieser inneren Sicherheit, die du für dich einfach auch erlangen sollst, kann hier dann, ich sag mal, kann das Zahnrad weiterlaufen. Gut, meine Lieben, wir schauen mit Home of Love, was hier bei deinem Gegenüber los ist. Also hier Ritter der Stäbe, der sich hier gezeigt hat, ja, beziehungsweise hier Liebespartner, ja nochmal ganz klar. Was uns die Karten dazu zu sagen haben. Mit dem Manara-Deck schauen wir, wie es ihm nächste Woche geht, ja? Gedanken, Gefühle, einfach was ihn so beschäftigt. Wenn ich klären muss, dann kläre ich hier auch nochmal mit dem kleinen Dänemann. Und auf partnerschaftlicher Ebene schauen wir hier dann auch nochmal mit dem Sexual Magic Tarot, einfach wie geht es hier weiter, ja? Für alle, die mit ihrem Herzensmann schon in der Partnerschaft sind oder ich sag mal so in diesem Anbandelsprozess, beziehungsweise wenn ihr das noch nicht seid, schauen wir natürlich, wo führt das hin, ja, was kommt hier auf euch zu partnerschaftlich mit diesen Menschen, den ihr hier im Kopf habt. Gut, die Erweiterung findet ihr unterhalb in der Infobox, ja, das ist, habe ich euch verlinkt und ich freue mich ganz doll, ja, ich freue mich ganz doll. Bis dahin, genau, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und ja, bis gleich bei Vimeo. Tschüss!